Der Monte Vulture im Nordwesten der Basilikata. Seit mehr als 500.000 Jahren ist der ehemalige Vulkan erloschen. Seine Krater füllen zwei Seen, die Laghi di Montichio. Im Wasser des kleineren Sees spiegeln sich die weißen Wände der Abtei San Michele. Um die Abtei herum gibt es zahlreiche Wanderwege. Man sieht hier kaum Touristen. Ich denke, irgendwann werden es mehr werden, aber momentan ist die Basilikata noch ein kleiner Geheimtipp und unentdeckt. Das ist das Tolle hier. Der äußere Bau der Abtei stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Michaelsgrotte im Inneren mit ihren byzantinischen Fresken wurde bereits im 11. Jahrhundert erbaut. An den fruchtbaren Hängen des erloschenen Vulkans wird Arianico-Wein angebaut. Die Rebsorte brachten die Griechen vor mehr als 2500 Jahren nach Italien. Massimo Manieri erntet hier bis Anfang November bis zu 1000 Kilo Trauben am Tag. Die Arbeit gefällt mir. Ich mache sie, seit ich ein kleiner Junge bin. Seit ich damals mit meinem Vater angefangen habe, habe ich mich in diese Arbeit verliebt. Nach der Ernte wird der Wein in der Kellerei Cantina del Notaio im kleinen Ort Rinero im Vulture eingelagert. Gerardo Giuratra Bucchetti hat den Betrieb von seinem Großvater geerbt. Die Weinkeller sind aus Tuffstein gehauen und gehörten einst einem Franziskanerkloster. Hier findet der Wein in Eichenfässern besonders gute Reifebedingungen. Er muss mindestens 3 Jahre lagern, dann wird er in Flaschen abgefüllt. Typisch sein intensives Aroma. Das Besondere an diesem Wein ist, dass er an den Hängen des Monte Vulture, einem erloschenen Vulkan, wächst. Die Bedingungen hier sind ideal. Die Sonne, das Klima und die besondere Vulkanerde. Bereits Friedrich II. Ließ Arianico-Wein an seiner Tafel ausschenken. Der Stauferkaiser wählte im 13. Jahrhundert den Ort Melfi als Sommerresidenz. Das Kastell wurde bereits im 11. Jahrhundert von den Normannen errichtet und von Friedrich II. Erweitert. Hier ging er oft auf Falkenjagd. Knapp 120 Kilometer südöstlich von Melfi liegt Matera. Die Stadt mit ihren rund 60.000 Einwohnern ist bekannt für ihre Höhlensiedlungen, die sogenannten Sassi. Das Gelände ist bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt. Matera ist eine der ältesten Städte der Welt. Sie diente als Kulisse für mehr als 30 Filme. Unter anderem drehte hier der Oscar-Preisträger Mel Gibson die Passion Christi. Anfang der 50er Jahre wurden die Menschen wegen der schlechten hygienischen Bedingungen aus den Höhlenwohnungen auf staatlichen Druck evakuiert. Bis 1958 lebte hier eine 10-köpfige Familie auf engstem Raum, gemeinsam mit 4 Pferden, mehreren Schweinen und Hühnern. Nicola Festa hat die Höhle seines Onkels für Besucher geöffnet. Wenn ich hier übernachtet habe, habe ich auf der Truhe geschlafen, mit ein bisschen Stroh darunter. Als Heizung haben wir die Wärme der Tiere genutzt, die unten im Stall waren. Die warme Luft zog nach oben und heizte so den Raum. Auch fließendes Wasser gab es nicht. Regenwasser wurde in einer Zisterne unter dem Boden aufgefangen. 1993 wurde die Altstadt zum UNESCO-Welterbe ernannt. Seitdem entstehen in den Höhlenwohnungen Restaurants und Hotels, wie das Sant'Angelo. Früher haben hier Bauern, Handwerker und Schäfer gewohnt. Heute kostet die Übernachtung in dem Luxushotel zwischen 150 und 340 Euro. Auch der Historiker Raffaello de Ruggeri ist in einer Höhlenwohnung aufgewachsen. Dieser Ort wurde einst verlassen und verschmäht. Als die Einwohner anfingen, den Ort neu zu bevölkern, hat Matera wieder an Ansehen gewonnen. Heute sind die Bürger wieder richtig stolz auf ihre Stadt. Die Basilikata ist eine eher herbe Region Italiens, deren Charme oft erst auf den zweiten Blick sichtbar wird.